Als Archäologen kürzlich ca. 15.000 Jahre alte menschliche Überreste fanden, machten sie eine interessante Entdeckung. Die Zähne dieser Urzeitmenschen waren voller Löcher. Ihre Karies hatte dieselbe Ursache, die uns auch heute noch plagt. Ganz bestimmte winzige Mikroben, die im Mund leben. Diese Mikroben gelangen kurz nach der Geburt dorthin. Normalerweise erhalten wir sie als Babys aus dem Mund unserer Mutter. Sobald unsere Zähne durchbrechen, bilden sich dort ganz natürlich Bakterienansammlungen. Je nachdem, was wir essen und vor allem wie viel Zucker wir zu uns nehmen, können sich bestimmte Mikroben übermäßig vermehren und Karies verursachen. Eine zuckerreiche Ernährung führt zu einer starken Vermehrung von Streptococcus mutans im Mund. Wie der Mensch lieben diese Mikroorganismen Zucker und nutzen ihn als Molekularbaustein und Energiequelle. Beim Konsum von Zucker erzeugen sie Nebenprodukte in Form von Säuren, wie zum Beispiel Milchsäure. Streptococcus mutans ist gegenüber dieser Säure resistent, unsere Zähne aber leider nicht. Diese haben zwar eine widerstandsfähige Schutzschicht aus Zahnschmelz, doch die hält der Säure nicht lange stand. Die Schutzschicht verliert mit der Zeit Calciummineralien. So bahnt die Säure den Bakterien allmählich einen Weg in die sekundäre Schicht des Zahns, das Dentin. Da Gefäße und Nerven tief in unseren Zähnen eingeschlossen sind, verursacht das größer werdende Loch noch keine Schmerzen. Sobald der Schaden jedoch über das Dentin hinausgeht, führt die bakterielle Invasion zu quälenden Schmerzen an den freigelegten Nerven. Ohne Behandlung kann sich der ganze Zahn infizieren und muss entfernt werden. Nur wegen dieser zuckergierigen Bakterien. Je mehr Zucker wir essen, desto größer ist das Risiko für unsere Zähne. Die Höhlenmenschen hatten sich wohl kaum mit Süßigkeiten vollgestopft. Wo also kamen dann die Zahnlöcher her? Fleischreiche Nahrung birgt ein geringes Risiko für die Entstehung von Karies, weil mageres Fleisch nur sehr wenig Zucker enthält. Aber das war nicht alles, was unsere Vorfahren aßen. Höhlenmenschen verzehrten auch Wurzelgemüse, Nüsse und Getreide, die alle Kohlenhydrate enthalten. Sind diese den Enzymen im Speichel ausgesetzt, werden sie in einfachere Zuckerverbindungen aufgebrochen, die jenen gefräßigen Mundbakterien als Futter dienen können. Auch wenn die Vorzeitmenschen im Vergleich zu uns weniger Zucker aßen, waren ihre Zähne ihm doch ausgesetzt. Das bedeutet aber nicht, dass sie Zahnlöcher nicht behandeln konnten. Archäologische Funde zeigen, dass Menschen schon vor ca. 14.000 Jahren geschliffene Feuersteine verwendeten, um faule Zahnstücke zu beseitigen. Vorzeitmenschen hatten sogar rudimentäre Bohrer zum Glätten zurückbleibender Vertiefungen und schlossen Löcher mit Bienenwachs, so wie heutige Füllungen. Heute verfügen wir über viel ausgefeiltere Techniken und Hilfsmittel, was ein Glück ist, denn wir haben auch eine schädlichere, zuckerlastigere Ernährung. Im Zuge der industriellen Revolution stieg die Zahl der Kariesfälle sprunghaft an, weil technologische Fortschritte raffinierten Zucker plötzlich erschwinglich machten. Heute hatten unglaubliche 92% der Erwachsenen in den USA schon einmal Karies. Manche Menschen sind aufgrund ihrer Gene anfälliger, weil sie zum Beispiel einen weicheren Zahnschmelz haben, aber bei den meisten ist der hohe Zuckerkonsum schuld. Neben der Reduzierung des Zucker- und Stärkeverzehrs haben wir jedoch noch andere Möglichkeiten zur Kariesvermeidung entwickelt. Den meisten Zahnpasten und vielerorts dem Trinkwasser sind winzige Mengen Fluorid zugesetzt. Das stärkt die Zähne und fördert das Wachstum von Zahnschmelzkristallen. Wenn sich dennoch Löcher bilden, füllen und versiegeln wir den infizierten Bereich mit Plomben und verhindern so eine Verschlimmerung. Der beste Weg, Zahnlöchern vorzubeugen, ist immer noch geringer Zuckerkonsum und eine gute Mundhygiene, um die Bakterien und deren Nahrungsquellen zu beseitigen. Dazu gehören Zähneputzen, Verwendung von Zahnseide und Verzicht auf süße, stärkehaltige und klebrige Lebensmittel, die an den Zähnen haften. Dadurch sinkt nach und nach die Anzahl der zuckerliebenden Mikroben in deinem Mund. Anders als die Höhlenmenschen haben wir heute das nötige Wissen, um eine Karieskatastrophe abzuwenden. Wir müssen es jedoch auch anwenden. Was du isst, wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit deiner Zähne, sondern auch auf dein Gehirn aus. Sieh dir dieses Video an, um herauszufinden, wie verschiedene Lebensmittel deine Stimmung, Energie und Entwicklung beeinflussen.